Darf ich vorstellen, das ist Fenris. Das ist ein Magazinbogen, mit dem du sehr, sehr, sehr leicht, sehr, sehr schnell hohe Schussfolgen rauskriegst. Und das Beste dabei ist, du brauchst gar nicht Bogen schießen können. Du kannst auch ganz locker durchziehen und schießen. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, dann würde ich sagen, bleib einfach dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Jubiläumskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist Fenris. Aber was ist Fenris eigentlich? Das ist dieses Magazin hier, das du an so gut wie jeden Compound-Bogen montieren kannst. Auch auf Recurve-Bogen, das muss man sich dann genauer anschauen. Und der Vorteil ist, dass du extrem schnell schießen kannst. Du hast die Schussfolge gesehen und das geht noch viel schneller. Du sehr zielgenau schießen kannst, weil du Visiereinrichtungen, wie zum Beispiel ein Laser- oder ein Leuchtpunktvisier oder auch Kimme und Korn bzw. Zielfernrohr verwenden kannst. Du kannst in der Stärke variieren, das heißt, du kannst durch den Bogen regulieren, wie stark du anziehen musst. Und das Beste ist, du kannst im Standby-Modus deine Pfeile halten und dann sehr, sehr schnell abschießen. Dieses Teil wird produziert von Steambow in Österreich und ist auf den Ideen und Plänen von Jörg Sprave entwickelt worden und dann eben von Steambow umgesetzt worden. Wenn du den Jörg noch nicht kennst, dann schau mal auf YouTube, da gibt es ganz viele Videos dazu. Und der hat mit dem Legolas, das war der erste Prototyp in Holz, den Grundstein für dieses Teil hier gelegt. Und ich mag es dir jetzt vorstellen. So, es ist ziemlich simpel. Hier ist eine kleine Feder, ja, oder ein Spann oder Rückhalteelement, ist ja wurscht, wie es heißt. Und dann hast du hier die Pfeile. Bei den Pfeilen ist es so, wenn du dir die anschaust, dann wirst du gleich einmal erkennen, dass das keine klassischen Bogenpfeile sind. Ne? Ich meine, schon irgendwie, aber die haben nur zwei Federn. Klassische Bogenpfeile haben ja drei Federn, vielleicht ist es schon einmal aufgefallen. Und auch bei der Nocke gibt es einen kleinen Unterschied, das sind so ganz kleine Rillen. Die braucht man, damit man den Pfeil einfädeln kann. Wenn du jetzt sagst, okay, naja, ist blöd, was ist, wenn die Nocke kaputt wird? Vollkommen egal, du kannst das Zubehör, billige Eigenwerbung, das alles kriegst du natürlich bei mir im Shop kaufen. Wird hier hinten eingesetzt und der Pfeil einmal platziert. Und du kannst insgesamt 5 Pfeile ja, einbauen. Du kannst dir auch eigene Pfeile basteln, das heißt, wenn du sagst, du willst nicht die hier nehmen, sondern du willst eigene haben, dann kannst du halt einfach mit den die Federn musst du umkleben und andere Nocken setzen. Also das ist alles überhaupt kein Problem. Wichtig dabei ist nur, dass du richtig schön in diese Nut einsetzt und dann kann schon überhaupt nichts mehr passieren. So, das Laden, ich sage jetzt mal Laden dazu, ja, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber das geht schon. Und dann gibst du diesen Hebel nach unten und jetzt ja, ist alles im Lot. Die Pfeile können nicht rausfallen, weder nach oben, nach unten, sonst irgendwas. Der Bogen ist auch nicht gespannt, das heißt, da kann nichts passieren. Ja, ich gebe da gern meine Hand davor, weil es eh egal ist. Und das Beste ist, er ist jetzt im Standby-Bereich. Das Lustigste dabei ist, das kannst du auch daheim, übrigens auch ihr lieben Deutschen, ja, könnt euch das daheim hinlegen und das ist auch überhaupt kein Problem. Das heißt, du hast das im Standby und kannst dann hingreifen, es nehmen, wenn du damit schießen willst, aus welchem Grund auch immer. So, das ist jetzt die ganze Hexerei. Ein weiterer Vorteil meiner Meinung nach ist, du kannst jetzt aufziehen und sagen, okay, ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr schießen, das will ich jetzt nicht. Bei einer Armbrust muss man dann entspannen etc. pp. Und hier ziehst du einfach ganz locker, lass du es nach vor laufen und entspannst damit. Noch einmal ganz kurz. Das heißt, du bist extrem schnell im Ziel und bist auch schnell wieder weg. Und jetzt kommt noch ein kleines Highlight. Abhängig von den Bogen, billige Eigenwerbung natürlich, du kriegst alles bei mir, du kriegst es als Set oder du kriegst nur, wenn du schon einen Bogen hast, das dazugehörige Magazin, kriegst du alles bei mir, das ist ganz klar. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe einen Bogen und spann mir den oder stell mir den Compound-Bogen so ein, dass es sehr leichtgängig ist, dann ist das auch für Frauen zum Beispiel oder sehr, sehr schwache Männer wie mich, ja, genau die richtige Lösung. Ich kann das sehr leicht hochziehen und auch sehr lange halten. Also ich muss da wirklich sagen, ich kann das wirklich extrem lange zu halten, ist für mich alles kein Thema. Kann hier jetzt das tun, was ich tun will oder eben nicht. Und dann, wenn ich sage, nein, ich will doch nicht schießen, lasse ich es wieder nach vor. That's it. So, wie schießt man? Hier siehst du dieses kleine silberne Teilchen hier. Das kannst du bedienen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier einen Linksbogen, einen Linksschützenbogen. Wenn du einen Rechtsschützenbogen hast, kannst du das genauso montieren. So, ich schieße jetzt mal einmal in dieser Version und bediene mit dem kleinen Finger. Der Pfeil fliegt raus und jetzt nach vor und jetzt schieße mal mit der anderen Hand. Da muss ich es dann mit dem Daumen bedienen, geht aber genauso und wieder nach vor. So,
Und jetzt bin ich wieder bereit, jetzt könnte ich den nächsten Schuss abgeben. Also Pfeil verschießen, so muss man es richtig sagen. Das heißt, es ist extrem kompatibel und so gut wie mit allen Bögen machbar. Das Schönste dabei ist auch, dass ich aus der Hüfte schießen kann, weil hier, das ist ein optionales Teil, das ist im Standardlieferumfang nicht dabei, kriegst du aber alles bei mir im Shop, kein Thema, hier einen grünen Laser zur Verfügung hast. Ich weiß, dass ich jetzt vor den Lauf, sozusagen, wobei es ist ja kein Lauf, ja, in meine Hand halte, aber da nichts gespannt ist, was soll jetzt passieren? Gar nichts. Ja. So, durch diesen grünen Laser, den man auch im Outdoor-Bereich bei hellen Situationen sehr gut sieht, brauche ich eigentlich überhaupt nicht mehr zielen. Weißt? Ich bin ja selbst auch Bogenschütze, nicht unbedingt der Compound-Bogenschütze, sondern ein Recurve-Bogenschütze. Das heißt, da musst du ja dann genau drüber und bla und zielen und schauen, und das ist mir hier alles vollkommen wurscht, weil ich meinen Laser habe. Ich kann auch, und das ist jetzt kein Schmäh, einfach aus der Hüfte schießen. Ja? So aus der Hüfte, gib mir einen Laserpunkt hin, ja, da unten, gib mir einen Laserpunkt hin und, und fertig und bin im Ziel. Das ist schon wirklich, wirklich genial. Wenn du jetzt sagst, okay, Rainer, das gefällt mir eigentlich eh alles ganz gut, was du mir hier erzählst, das ist natürlich sehr, sehr nett, aber schau das einmal an. Ich meine, es ist schön, dass du links, rechts schießen kannst und super ins Ziel triffst, das freut mich für dich, aber schau dir das einmal an. Das Ding ist ja riesig groß. Ja, du kannst es auch zerlegen. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Also das Zerlegen, Zusammenbauen und Auseinanderbauen ist ziemlich einfach. Hier ist so eine Schraube, ja, und die drehst du einfach auf. Die solltest nicht unbedingt verlieren, also das wäre nicht cool. Wobei, die gibt es auch als Ersatzteil, aber wenn du das nicht verlierst, ist es irgendwie besser. Ne? Ja, so, das ist diese Schraube hier. Die steckt man gleich einmal weg. Ich hoffe, ich verliere sie nicht. Dann hier dieses Element da rausnehmen. Ja? Das ist die Abzugseinheit, ne, die ich mit dem Daumen bzw. von der anderen Seite mit dem kleinen Finger bedient habe. Und dann ist hier die Sehne in einer Führungsschiene, in einer Führungsebene eingebracht. So, da gibst du die Sehne raus und dann machst du. Dann hast du im Endeffekt zwei Teile, schraubst dann wieder drauf und kannst es so transportieren. Und das Beste ist, dieser Bogen, dieser Axis, gibt es billige Eckwerbung auch bei mir im Shop natürlich, ja. Der ist schon groß, der ist schon Hammer. Aber es gibt auch viel kleinere. Wir haben ein Komplettset, da ist ein kleiner Zwutschgebogen dabei, der aber trotz alledem Spaß macht. Da ist das Set auch nochmal kleiner, aber das hängt jetzt davon ab, wie du es zusammenbaust. Und das war's. Wenn du jetzt die Entscheidung triffst, ich möchte wieder zusammenbauen, ist das auch ziemlich einfach hier in diese Elemente. Hier, so, damit ich es reinkriege. So, mir ist schon ein bisschen kalt in den Fingern, deswegen verzeih mir, dass ich ein bisschen botschert, wie man in Österreich sagt, bin. So, jetzt, boah, das ist nämlich Metall hier, das ist kein Kunststoff oder so irgendwas, sondern das ist Metall. Und das zu berühren ist schon ziemlich kalt, aber so, das ist halt so. Schau her, jetzt muss hier die Sehne wieder in diese Führungsschiene hinein. Und da ist jetzt natürlich der Vor- und der Nachteil in einem zusammen. Durch diese Führungsschiene ist die Sehne nicht mehr frei liegend. Ne? Beim Bogen, wenn ihr normal schießt damit, was ihr ja auch tun kann, dann ist diese Sehne frei. Und dadurch hat sie weniger Reibung an irgendwelchen Elementen und hält lang. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das heißt, man muss diese Mittelwicklung immer wieder ein bisschen wachsen, man muss da ein bisschen Silikonspray oder sonstiges geben. Das ist schon wichtig. Ja, so schaut es ganz einfach aus im Schneckenhaus. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, weil so siehst du, was hier jetzt passiert. Gut. Dann hier das Abzugselement wieder reinschieben. So. Na. So, da ist drin. Und dann die Schraube. Ich hoffe, ich habe die Schraube. Ich meine, dass ich eine Schraube locker habe, das gebe ich zu. Aber ich hoffe, ich habe sie nicht verloren. Ah, in meiner Tasche von meiner Helicontex Alpha 7 eine geniale Winterjacke. Gebe ich der billige Eigenwerbung auch unten den Link, natürlich, ganz klar. Und ja, da ist eine große Tasche und da kann man das schon verlieren. Also auf die Schraube solltest du aufpassen, sonst wird es unlustig. So, jetzt kann man das hier einfach alles frei bewegen und das schnackelt so hin und her. Wenn du es aber fixieren willst, gehst du nach vor und schau, und jetzt ist er schon wieder bereit. Also das ist der Punkt dabei. Und das hat schon einen gewissen Charme. Ich finde das wirklich, wirklich toll. Also jetzt, es ist jetzt kein Pfeil eingelegt, aber ich kann jetzt aufspannen und könnte jetzt schon wieder zu schießen beginnen. Will ich aber nicht. Aber daher, das Ding ist auch transportabel. Ja, jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wofür ist dieses Ding eigentlich da? Na, einerseits einmal, es macht extrem Spaß, damit zu schießen. Und das muss ich gleich einmal sagen, es ist einfach super, damit zu schießen. Das zweite ist, nach dem Motto Buy Your Skills, also kauf dir deine Fähigkeiten, ist das für Bogenjäger, die natürlich in Österreich, Deutschland aktuell nicht erlaubt ist, aber im Ausland, zum Beispiel in Ungarn darf man das zum Beispiel, auch in ein paar anderen europäischen Ländern, du kaufst dir deine Skills, ja? Weil da ist jetzt dann nicht viel dabei. Du kannst das auf jeden Jagdbogen drauf montieren
Ja, und kannst das dann im Endeffekt umsetzen. Du brauchst dann nämlich, wie gesagt, nicht permanent üben. Einerseits hast du, kommt es mir vor, dass es auch das Ziehen leichter ist, auch das Halten ist leichter, aber der große Vorteil dabei ist, dass du ganz einfach, ja, eine Zielvisierung drauf hast, wie ein Zielfernrohr oder einen Laserpunkt und dann damit ganz locker zielgenau schießen kannst. Also das ist schon das eine. Und das andere ist natürlich für unsere, ja, Leute, die halt sagen, ich möchte was haben, damit ich was habe, weil, und das möchte ich natürlich, ich möchte auch schnell damit schießen können, das ist mir einfach extrem wichtig, aus welchem Grund auch immer. Und das geht damit extrem super. Also, das ist für mich der große Vorteil und wirklich sehr punktgenau. Wenn du ausgeschossen hast, merkst du auch, weil du kannst dann nicht mehr nach vorziehen, dann musst du dann eben diesen Hebel, das ist auch gleichzeitig der Haken, ist auch gleichzeitig eine Trockenschusssicherung, ist es nicht, aber es verhindert, dass du unabsichtlich aufziehst, weil das merkst dann, dass dein Magazin leer ist und baust dann ganz einfach wieder die nächsten Pfeile ein. Also ein Ding, das auf jeden Fall Potenzial hat. Es ist wirklich sehr, 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 sehr cool. Und eine letzte Sache noch. Wenn ich sag's jetzt nochmal, ich habe jetzt keinen Pfeil eingelegt, das ist mir schon bewusst, aber wenn ich jetzt die Entscheidung, oder ich denke, ich könnte jetzt schießen müssen, aus welchem Grund auch immer, dann kann ich das jetzt tun und auch sehr, sehr leise im Endeffekt und auch sehr, sehr leise wieder entspannen. Ich mache es noch einmal, ich versuche die Goschen zu halten, wie man in Österreich sagt, okay? Also, das ist schon cool. Also wie gesagt, Spaß schießen, Haus- und Hofflinte oder für die, die Erlaubnis dazu haben, als Jagd sicherlich eine coole Sache. Ich muss sagen, dass ich am Anfang, ich habe dieses Teil seit Sommer, ja, oder Herbst, so muss man sagen, Herbst seit September im Einsatz und habe es an unterschiedlichsten Bögen ausprobiert und habe am Anfang eigentlich nicht gewusst, ist das wirklich was? Macht das Sinn? Ist das wirklich cool? Und jetzt sage ich dir, ja, es ist cool. Erstens, den Laser, den du hier montieren kannst, den gibt es auch als billige Eingreifungszubehör bei mir im Shop, logischerweise, ist auch in Deutschland erlaubt. Ne? Weil da ist es ja mit Picatinny-Schienen, wenn man da irgendwelche Lampen und Laser visiere, das ist ja nicht so einfach, das ist nicht erlaubt. Das ist aber kein Problem, der darf hier montiert werden, weil das keine Schusswaffe ist. Der hat auch keinen Waffenschein, der muss nur über 18 sein. Das übrigens, das prüfen wir natürlich auch, ob du über 18 bist, also bitte gar nicht versuchen. Also liebe Kinder, bitte nicht versuchen, wir prüfen das alles ganz genau. Aber sonst ist der Versand überhaupt kein Problem, auch in andere europäische Länder ist das alles hier kein Problem. Dieses Ding ist ein Sportgerät und das ist das Coole dabei. Also du bist da wirklich schön dabei, das ist einmal das eine. Das andere ist, ich bin ja Bogenschütze, aber eigentlich Recurve-Bogenschütze und mit Compound habe ich es nicht so, ja, weil das eher so eine Jagdwaffe im Endeffekt auch sein kann. Nicht notwendigerweise muss, aber auch kann. Aber die Vorteile sind einfach da. Ich bin ganz schnell im Ziel. Ja? Ich ziehe auf und bin ganz schnell im Ziel und kann auch locker wieder entspannen. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel bei einer Armbrust nicht so einfach kann. Ja? Und auch die Kadenz, also die Schussfolge, ist im Vergleich auch zu einer Repetierarmbrust, egal ob Adder, ob Stinger oder was auch immer, absolut irre. Ja? Und auch das Zielen. Ich zeige dir jetzt dann nachher, wie eng ich da zusammengeschossen habe. Ja? Und das macht alles dieser Laser hier, den ich hundertprozentig empfehlen kann. Also wenn du dir das Ding kaufst, kriegst du natürlich bei mir im Shop, dann kauf dir verdammt nochmal den Laser dazu. Der macht alles komplett anders. Du hast die Möglichkeit, hier ein Leuchtpunktvisier zu montieren oder hier hinten ein Zielfernrohr. Wenn du das willst, dann tust du das, kriegst du auch alles bei mir im Shop, aber ist die Frage, ob du das willst. Ne? Das muss ich gleich dazu sagen. Broadheads werden wir uns dann auch gleich ansehen, also weil die Frage dann sicher kommt, naja, wenn das für die Bogenjagd ist, dann muss ja Broadhead drauf sein. Das zeige ich dir dann nachher noch. Ja? Aber jetzt will ich dir zeigen, wie eng, schnell ich da zusammengeschossen habe. Und ich habe da jetzt nicht, ich möchte gleich, erinnere dich, ich habe da jetzt nicht ab, sondern buy your skills. Du kaufst dir mit dem hier ein Ding, das extrem schnell schießt. Und auch extrem genau, das schauen wir uns jetzt an. Ohne Zielen. Also ich habe da ja nur den grünen Punkt gehabt, ne? Das Laservisier, so zusammengeschossen, bin da sehr zufrieden. Ich habe mir das so eingestellt, dass der Laser etwas höher ist, aber das ist eine andere Geschichte, du kannst es auch punktgenau einstellen. Also dass dort auf die Distanz jetzt, weiß ich nicht, 7 Meter,
oder 6 Meter, du genau dort mit dem Pfeil hinkriegst, wo der Leuchtpunkt hin, also der Laser hingeht, aber das ist schon cool, also das muss ich wirklich sagen, das ist echt cool. Und natürlich billige Eigenwerbung, das Teil hier, auf das ich da jetzt schieße, diese Schaumstoffmatte, gibt es auch bei mir im Shop. Und die hat den großen Vorteil, und da kann man auch mal Armbrust drauf schießen, überhaupt kein Problem, dass man die Pfeile sehr einfach und locker rausziehen kann. Also das geht sehr, sehr cool. Da gebe ich da auch den Link zu dieser Schaumstoffmatte, die ist cool. Kann ich empfehlen, auch für Armbrüste. Im Lieferumfang sind standardmäßig aktuell 5 Pfeile mit dabei. Du kannst auch extra welche einkaufen. Und die sind mit Übungsspitzen oder mit Feldspitzen, also mit Sportpfeilen belegt. So, die schraubst du einfach runter. So, die muss ich auch so einstecken, dass ich es nicht verliere. Und dann gibt es auch passend, wirklich genau passend für den Fenris, diese Fang-Jagdspitzen, die wirklich hohe Qualität haben. Du kannst auch auf Amazon welche versuchen zu kaufen, gibt es auch. Aber die hier, die sind super. Erstens einmal schön verarbeitet, muss man wirklich sagen. Und das zweite ist, also ein kleiner Ring dabei, weil es ist natürlich Folgendes wichtig. Und zwar, das muss so, dieser Broadhead muss so eingestellt sein, dass er in derselben Ebene wie die, ja, wie diese Federn hier liegt. Weil sonst haben wir ein Problem beim Rausschießen. Das wäre nicht gut, aber die soll übereinander stehen. Und der Fang ist wirklich gut. Ich habe mir selber am Anfang gedacht, naja, weil ich gebe da auch da den Link, der Preis ist aber auch gerechtfertigt, also das muss ich einfach so sagen, und wenn du nicht magst, dann lass es bleiben, ist auch in Ordnung. Wichtig dabei ist, dass dieser Fang auch genau die richtige Größe hat, um in die Kamera reinzupassen, das zeige ich dir dann nachher. So, jetzt stecke ich den da runter, will mir nicht wehtun. Dann mag ich dann auch die zweite Variante zeigen, und zwar Bodkins, ja, Kriegsspitzen, ja, bei denen ist es nicht ganz so dramatisch, aber auch da ist es, ist so ein O-Ring dabei, damit man es genau so einstellen kann. Ja, weil auch hier natürlich es wichtig ist, dass das in einer Ebene ist, weil sonst könnt ihr das verfangen und das wäre im Magazin dann irgendwie nicht so toll, wenn es da den Carbonpfeil in der Mitte bricht und dann alles rausfliegt. Also das klingt irgendwie für mich jetzt ein bisschen kacke, aber das musst du für dich selbst entscheiden, ob du das willst. Daher Originalteile kann ich da hundertprozentig empfehlen. So, also das ist in einer Ebene, das ist alles schön, und ich merke gleich eines, dass die Bodkins, obwohl die von der Spitze natürlich viel, viel ja, kleiner sind, einfach viel schwerer sind. Also du kriegst da dementsprechend Pfiff drauf. Ja? Dass sich das Schussverhalten dadurch natürlich auch ändert, das ist klar. Aber jetzt will ich dir noch zeigen, wie man es einlegt. So, bevor ich jetzt die einlege und schieße, muss ich da überall den Schnee weggeben. Weil das wäre jetzt nicht cool, wenn irgendein Teil eingefroren wäre. Das würde ich jetzt nicht gut finden beim Schießen. Also da muss man ein bisschen drauf achten. Wie bei einer Flinte, gell? Bei einer Flinte, ja, bei einer Haus- und Hofflinte, so wie ich das ganze Teil hier sehe, muss man auch aufpassen, dass kein Schnee vorne im Lauf drinsteckt. Das wäre unangenehm. Schau mal her. So, ich lege jetzt den Bolzen, ich bin ganz in Armbrust, in Armbrustfieber, Entschuldigung, diesen Pfeil hier wieder ein. Wichtig ist, dass hier die Nut, dass das ineinander greift. Und jetzt siehst du gleich etwas. Schau her, der Broadhead muss da in diese Kammer reinpassen. Und das passt da auch. Also der Fang passt ganz genau rein. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe es natürlich auch probiert, andere Broadheads einsetzt, wie zum Beispiel, die ich auch bei mir im Sortiment habe, von Cold Steel, ja, diese Cheap Shot, die gehen nicht rein, die sind zu groß, und ich kann jetzt hier auch gleichzeitig auch den Bodkin reingeben. Also ich kann anfangen, ich kann die auch zwischenladen, also ich kann einmal hier mit einem Fang schießen oder hier dann gehen wir jetzt hier dazu. Auch da den Schnee runter, eine ganz normale Spitze. Ich kann auch nur 3 laden, also wenn ich sage, okay, ich möchte nur 3-mal schießen oder nur 1-mal, vollkommen egal. Und jetzt sitzen die Teile drin, das war es jetzt dazu. Ne? So, die sitzen jetzt hier fest, und wenn du dir anschaust, die sind auch in dieser Kammer, ja, versteckt. Das heißt, ich kann da, wenn ich da nicht richtig reingreife und sage, ich möchte mich schneiden und stechen lassen, kann auch nichts passieren, sind die schön versorgt. Wichtig ist nur, der letzte Pfeil, also der ganz außen, der kann ein bisschen weiter herausstehen, da muss man ein bisschen drauf achten, aber sonst ist das schon wieder in Ordnung. So, und jetzt, selbes Spiel, ja, bin ich da oben, jetzt das erste, was ich jetzt schieße, ist der Fang, brack, super. Das zweite, was ich schieße, ist der Bodkin, und das letzte, was ich jetzt schieße, ist der Sportpfeil. Schaut mal uns an. Also da sind sie jetzt. Ja? Und das ist der Sportpfeil. Entschuldige, das ist der Sportpfeil. Der steckt nicht ganz so weit drinnen. Das ist der Fang.
Und das ist der Bodkin, der ist am tiefsten eingedrungen. Ja? So, jetzt muss ich beim Rausnehmen muss ich mal aufpassen. Ich habe jetzt schon einmal ganz toll geschnitten. Schau mal. Also, der war ist so weit, ist der eingefahren, der Bodkin. Da. So weit war der drinnen. Das ist jetzt der Fang. War auch ganz schön tief drinnen. Und die Fellspitze. Also wie gesagt, das Teil kann ich da hundertprozentig empfehlen. Diese Schaumstoffmatte, da bin ich ganz glücklich, dass ich die habe. Ich habe viele andere Sachen auch ausprobiert. Wie zum Beispiel den hier, der für die Armbrust auch okay ist, aber der macht mir immer die Pfeile hin. Der Sack, der ist auch super, aber der ist schon durch. Und jetzt bin ich froh, dass ich die Matte hier habe. Aber wurscht, es soll ja um die Pfeile gehen vom Fenris. Ja, die sind schon cool. Also alles in allem ist das wirklich ein geniales Teil. Taugt mir total, also absolut super. Schau das in meinem Shop an. Mir ist klar, dass das Ding etwas kostet, aber das ist made in Austria, gefräst, schön gemacht mit Metall, also dass das auch stabil ist und vernünftig ist und eine gute Qualität hat. Und das hat seinen Preis, das ist einfach so. Du kannst entweder den Fenris, der für Links- und Rechtsbögen, für Compoundbögen geeignet ist, allein kaufen, also nur das Magazin oder im Set mit einem Bogen oder du kaufst dir den Bogen, den Axis, den ich zum Beispiel sehr, sehr gern habe, wie auch immer du das machen magst. An alle meine Leute, also alle, die bei mir kaufen, du kriegst von mir per Video eine Installationsanleitung, zeige dir Schritt für Schritt, wie das geht, eine Pflegeanleitung, auch wie du einschießt, ja, wie du jetzt den Laser zum Beispiel einschießen kannst und wie das Gesamte einfach ineinander greift. Das ist ein Service für die Leute, die bei mir einkaufen. So, noch was. Wenn du ja, bei mir einkaufst, gibt es auch ein bisschen ein Video, wie man das bei Nacht einsetzen kann. Habe ich ein paar Videos, wie man bei Nacht schießt. Das geht nämlich auch recht super. Allein der grüne Laserpunkt, du siehst ihn eh hier hinten auf den schwarzen, auf dem Ziel, jetzt auf dem Schaumstoffziel, der leuchtet so stark, dass man schon ein bisschen sehen kann. Also das ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Und lass es dir durch den Kopf gehen, ja, und überleg dir, was für einen Vorteil du hier hast. Du hast hier ein Sportgerät, mit dem du wirklich zielgenau schießen kannst. Mit jedem Bogen kannst du damit, fast jeden Compoundbogen kannst du damit bedienen. Das ist alles überhaupt kein Thema. Du kannst wirklich zielgenau, also die liegen ganz knapp aneinander schießen. Du kannst das so einstellen, wie du das brauchst, also auch auf weitere. Oh, das muss ich dir dann zeigen. Das habe ich Pfeil geschossen. Ja, und das mit einem kleinen Finger sozusagen. Du kannst natürlich auch anders schießen mit dem Daumen, aber das ist jetzt egal. Und das Schöne dabei ist, du kaufst dir deine Skills, hast hier eine Standby-Bogen, ja, zur Verfügung. Jetzt ist die Kamera umgefallen, entschuldige den Schnitt, ja. Du kannst mit links und mit rechts schießen, wirklich sehr schön beisammen. Hast ein Haus- und Hofflinte, die du einfach liegen haben kannst. Österreich, Deutschland, alles überhaupt kein Problem. Auch Schweiz, nur den Laser nicht in die Schweiz, aber den Bogen selber auch in die Schweiz. Das ist alles kein Thema. Eine runde Geschichte. Schau in meinen Shop, schau dir das an. Es lohnt sich auf jeden Fall. All die Zubehörteile gibt es bei mir. Jetzt zeige ich dir noch ganz kurz, wenn du magst, wie das hier ausschaut. Jetzt habe ich einen Pfeil im Pfeil geschossen, glaube ich. Ja, genau. Das heißt, wenn du auch Pfeil gespalten, wirklich am Arsch. Habe ich jetzt das gesagt? Das LM-Wort, was ich gesagt habe, nehme ich sofort zurück. Also das ist schon cool. Das ist jetzt natürlich Zufall, ja. Aber einen gespaltenen Pfeil, das musst du mal zusammenkriegen. Das Ding ist wirklich super. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Schau in meinen Shop, hol dir das da. Das lohnt sich wirklich. Gib dem Video einen Daumen nach oben und teile es auch. Das würde mich irrsinnig freuen. Lass mir ein Abo da. Ich werde im Sommer, wenn dann weniger Schnee ist, einen Weitschuss machen. Schau mal, wie weit wir das zusammenkriegen, weil es hängt ja nur vom Bogen ab. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Auf Distanz schießen mal, das zeige ich dann auch. Schau in meinen Shop, schau dir die Extras dazu an. Danke an den Jörg für die coole Erfindung. Danke an Steambo für die geniale Umsetzung. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo dalassen für den Weitschuss-Test. Da geht es direkt in den Shop. Billige Eigenwerbung, ganz klar. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann und Fenris Rocks. Yeah.